Was ist jetzt eigentlich etwas, was dich so richtig wirklich verwundert, wo du dich wirklich drüber freust, überrascht bist und mehr oder weniger sagst, wow, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Weißt du, was es sind? Die Dinge, die man nicht erwartet, wo man letztendlich vor der Tür steht und wundert sich darüber, wie komme ich jetzt in diese Tür hinein? Man hat keinen Schlüssel, man weiß nicht, wo dieser Knauf ist, den man runterdrücken kann, und was macht man in diesem Augenblick? Man möchte in die Tür rein, aber es ist gar keine Möglichkeit und die existiert auch gar nicht. Klar, man kann jetzt die Tür eintreten, aber viel interessanter wäre es ja, wo ist denn der andere Eingang zu dieser Tür? Oder was muss ich machen, damit jemand, der in dieser Tür, also hinter dieser Tür steht, die Tür aufmacht? Gehen die meisten Menschen so weit? Nee, die bleiben lieber überrascht. Die verwundern sich dann darüber, hey, ich stand jetzt vor der Tür und hat mir keiner aufgemacht. Okay, und was machst du dann in diesen Fällen? Immer wiederkehrend? Du wunderst dich dann immer, oh, wieder eine Tür, die zu ist? Oder sagst du dir letztendlich, nee, ich mach mal was Neues. Ich probiere mal die Möglichkeit oder gehe eine Tür weiter und finde für mich heraus, ist da jemand, der mir eine Antwort geben kann, wer denn da ist, hinter dieser Tür? Und vielleicht sagt dir jemand, ja, du musst einfach nur das und das und das machen. Und schon kommst du da durch. Oder sagst du dir einfach nur, nee, das ist zu viel Aufwand. Das ist ja mit wirklich viel Arbeit verbunden. Nö, mach ich nicht. Wenn du das auch mal herausfinden möchtest für dich, was gibt's denn wirklich für Eigenschaften, wo du eigentlich bislang vor einer verschlossenen Tür stehst und wunderst dich immer wieder, möchtest aber eine Antwort darauf, wie man durch diese Tür reinkommt. Und wenn du diese haben möchtest, dann schick mir einfach mal eine Nachricht und wir werden beide zusammen herausfinden, wie das für dich möglich ist, dass du weißt, wie man für alle Türen eine Antwort hat, da reinzukommen. Und wenn das für dich interessant ist, dass du es anderen Menschen auch zeigen möchtest, teile dieses Video mit anderen Menschen, die das hören und sehen müssen. Und ich freue mich auf unser gemeinsames nächstes Mal. In diesem Sinne, mach da was draus und bis dann.